Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Und zwar, ja, möchte ich heute mit euch kolorieren. Ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, ob ich nicht zeigen kann, wie ich mit den Dokraft-Stiften, die ich mir vor kurzem gekauft habe, koloriere. Und ja, das zeige ich euch natürlich gerne. Wie gesagt, ich bin selber noch ganz neu auf dem Aquarellgebiet. Ich habe bis jetzt ja immer mit den Twinmarkern koloriert und ja, auch das werde ich euch dann mal zeigen, wie ich das mache. Ja. Und heute kolorieren wir dann halt mit den Dokraft-Stiften. Ja, was braucht ihr dazu? Ihr braucht dazu, ja, also wir brauchen dazu einmal natürlich die Marker. Stempel, Abdrücke oder Digi-Stamps, so wie ich das bei den Einhörnern gemacht habe, die habe ich mir mit dem Laserdrucker auf Acrylpapier ausgedruckt. Dann braucht ihr natürlich ein Acrylpapier, denn ja, wir arbeiten mit Wasser und normales Papier würde durchweichen und ja, die Farben würden sich einfach nicht schieben lassen. Also das werdet ihr gleich sehen, man schiebt ja praktisch die Farbe mit dem Wasser über das Papier und ja, das funktioniert halt nicht mit jedem Papier. So. Ja, also wenn ihr dann Stempel nehmt, dann braucht ihr natürlich Stempel, Acrylblöcke, ihr braucht einen feinen Pinsel oder diesen Wassertankpinsel, den ich heute bekommen habe und mit euch zusammen testen möchte. Ich habe schon einen, aber ich habe ihn immer noch nicht gefunden. Aber wie gesagt, der funktioniert nicht so, wie ich das mir vorstelle. So. Ja, dann braucht ihr Wasser. Ihr braucht ein wasserfestes Stempelkissen. Also ich habe zwei. Ich benutze das Memento, wenn ich mit den Twinmarkern, also Alkoholmarkern, koloriere, dann benutze ich das Memento. Und wenn ich, ups, das blendet, wenn ich mit Aquarellstiften koloriere, dann benutze ich das Stats On, weil das ist wasserfest, das Memento verwischt sich. Ja, das hat einen Nachteil, es verfärbt die Stempel. Also wenn man da ein paar Mal die Stempel mit benutzt hat, werden die Stempel ein bisschen dunkler. Sieht dann nicht mehr so schön aus, tut aber dem Stempel keinen Abbruch. Also die Stempel funktionieren ganz normal wie immer. Es sieht halt einfach nicht schön aus. Es verfärbt auch die Acrylblöcke. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, habt ihr gesehen, die habe ich heute bekommen und da war Farbe drauf. Ich habe sie aber jetzt wieder sauber gemacht, wie ihr seht. Und das funktioniert mit acrylfreiem Nagellackentferner. Ich benutze diesen von Rossmann. Aber ganz, 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 ganz wichtig ist, dass der Nagellack acrylfrei ist. Acetonfrei. Acetonfrei ist, weil wenn Aceton drin ist, verfärbt es euch die Blöcke und die, also das geht nicht, das geht kaputt. Mit dem Acetonfreien funktioniert das wunderbar. Wie ihr seht, meine Blöcke leben noch und ich habe sie sauber gemacht. So, was ihr ganz dringend braucht, ist Stempelreiniger. Wenn ihr diese Stempelkissen benutzt, braucht ihr einen Stempelreiniger. Ihr bekommt die Farbe sonst nicht von den Stempeln runter. So, was brauchen wir noch? Ja, ansonsten brauchen wir eigentlich nichts mehr und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wie ihr seht, habe ich schon ein paar Stempelabdrücke gemacht. Ich möchte aber einen mit euch zusammen machen. Und zwar machen wir diese zuckersüßen Teddys vom Action, weil die brauche ich für ein Projekt, was ich noch morgen in Angriff nehmen muss. So, und mir ist aufgefallen, wenn ihr dieses Stempelkissen benutzt,
dann müsst ihr wirklich schnell sein. Hier habe ich ein bisschen zu lange gewartet und dann seht ihr, gibt es diese Fehlstellen, weil diese Tinte trocknet rucki zucki. Hier habe ich dann ganz schnell gestempelt und dann geht das schon besser. Also, schnell auftupfen. Und sofort stempeln. So, und dann seht ihr, habt ihr einen fehlerfreien Stempelabdruck und der Stempel ist fast sauber. Also da bleibt wirklich nicht viel auf dem Stempel zurück. Ich mache dann immer sofort Stempelreiniger drauf. Der wird einfach so drauf getupft oder drüber gerieben. Wenn jetzt viel drauf geblieben ist, dann lasse ich den einen kleinen Moment einwirken, den Stempelreiniger. Aber da ja bei mir jetzt nicht so viel drauf ist, habe ich hier ein altes Geschirrhandtuch. Und damit gehe ich dann über den Stempel. Und wie ihr seht, also der Stempel ist jetzt wirklich so gut wie neu. Da ist nicht viel drauf geblieben an Farbe. Ja. So, also wie gesagt, wenn ihr das schnell macht, die Farbe nicht zu sehr auf dem Stempel antrocknen lasst, dann lässt die Farbe sich wirklich gut von dem Stempel entfernen. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum nimmt ihr den großen Block, wenn sie doch kleiner hat? Die kleinen sind halt zu klein, ne? So, also Farbe drauf. Und sofort stempeln. Also ihr müsst da wirklich ein bisschen schnell sein. Dann funktioniert das wirklich gut und der Stempel ist fast sauber. So. Also die Erfahrung habe ich damit gemacht. Bei dem Memento, da ist es nicht so schlimm. Das trocknet scheinbar nicht so schnell. Und da könnt ihr euch wirklich beim Stempel Zeit lassen. Da funktioniert das wirklich gut. So, die Stempel hier wieder drauf, Folie drauf und dann legen wir das zur Seite. So, also, das war so mein Tipp zum Stempeln. Schnell stempeln und dann funktioniert das wirklich gut. Ja, ich würde sagen, wir kolorieren als erstes hier diese süßen Kätzchen. Und dazu muss ich jetzt erstmal diesen Stift befüllen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, soll man den einfach hier zusammendrücken, ins Wasser halten und dann zieht er das Wasser ein. Das funktioniert gut, weil da ist wie so ein Ventil drin. Dann kommt er hier rein. Und dann sollte jetzt, so, da muss man ein kleines bisschen drücken. Seht ihr, wenn ihr dann drückt, seht ihr, wie hier vorne, könnt ihr das erkennen, da seht ihr, wenn mein Fokus mitmacht, ach Menno, also ihr seht, wie da vorne das Wasser in die Spitze kommt. Oder besser gesagt, vorne rausläuft. So, so, meine Spitze ist jetzt nass. Ach so, was wir noch brauchen, ist ein, also zumindest brauche ich das immer, ein Stück Küchenrolle oder ein Taschentuch oder ein Stück Toilettenpapier, um, wenn der Pinsel zu nass ist oder wenn zu viel Farbe auf dem Bild ist, das einfach, ja, wegzuwischen, ne? So, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar, wie gesagt, mit diesen süßen Kätzchen. Und ja, wie ich ja gesagt habe, das ist auch für mich jetzt eine Premiere. Erstmal vor laufender Kamera zu kolorieren. Da muss ich erstmal schauen, wie ich das mache, damit ihr auch was erkennt. Ja, also ich benutze immer die Spitze
die aussieht wie ein Pinsel. Und dann fahre ich einfach an den Rändern entlang, da wo ich diese braune Farbe haben möchte. So. Und dann nehmt ihr euren Pinsel oder Wassertankpinsel und verschiebt praktisch die Farbe dahin, wo ihr sie haben wollt. So, und auch hier kommt mir jetzt eigentlich schon wieder zu viel Wasser raus. Mir ist das zu nass. Dann hat das nicht diesen Effekt, den ich gerne hätte. Und darum mache ich das nicht gerne mit diesen Wassertankpinseln, sondern arbeite lieber mit dem normalen Pinsel. Da kann ich das besser dosieren. Okay, vielleicht habe ich jetzt auch gerade einfach ein bisschen zu feste gedrückt. Ups, da habe ich jetzt ein bisschen übergemalt, aber das macht nichts. Das zeige ich euch gleich, warum das nichts macht. Aber was dieser Pinsel hat, das muss ich sagen, eine schöne, feine Spitze. Ja, und ich schiebe dann praktisch die Farbe dahin, wo ihr sie haben möchtet. Und wischt einfach, ja, praktisch so lange über das Bild, bis es da so aussieht, wie ihr wollt. So, jetzt habe ich hier übergemalt. Dann nehme ich einfach den sauberen Pinsel, gehe da drüber und tupfe das einfach weg. Jo. So, und wie ihr seht, ist das dann weg. Das ist mir jetzt natürlich viel zu hell, aber ich mache jetzt trotzdem erstmal hier unten weiter und lasse das da oben ein bisschen antrocknen. Und dann zeige ich euch gleich, warum. Ja, das ist halt jetzt so meine Art, wie ich das mache. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich weiß auch nicht, vielleicht mache ich das auch komplett falsch. Aber ich muss sagen, mir gefällt das Ergebnis. Die Ergebnisse eigentlich recht schön. So. Allerdings kommt mir immer noch zu viel Wasser aus dem Tank, aus diesem Pinsel, leider. Und darum werde ich euch mal zeigen, wie ich das mit dem Pinsel mache. Denn da kann ich, wie gesagt, besser dosieren. Ich glaube, ihr erkennt ganz gut den Unterschied. Weil man muss wirklich rausbekommen, wie nass oder besser gesagt, wie trocken ihr arbeitet. Denn wenn ihr zu viel Wasser habt, dann passiert das. Die Farbe verläuft einfach zu stark. Und ihr habt diese Schattierung nicht. Wenn der Pinsel zu trocken ist, ja, verwischt es gar nicht, also die Farbe verläuft dann nicht. Und ja, man sieht diese Pinselstriche. Also man muss da wirklich so ein bisschen experimentieren und man wird auch am Anfang einiges versauen, bis man so den richtigen, ja, das Gefühl raus hat, wie viel Wasser in diesem Pinsel sein darf. Ich zeige euch gleich noch eine andere Variante, wie ihr mit diesen Markern kolorieren könnt. So, wie gesagt, ihr seht, glaube ich, den Unterschied hier unten und hier oben. Hier oben ist mir das alles viel zu viel verlaufen.
Darum gehe ich jetzt da, wo das ein bisschen getrocknet ist, einfach nochmal drüber. Ich möchte zwar, dass die Farbe verläuft, aber nicht, dass sie so stark verläuft, dass keine Schattierungen mehr bleiben. Also die Ränder sollen schon ein bisschen kräftiger sein. Und die, bis in die Mitte soll es dann heller werden halt. Also das ist so mein Ziel, ne? Wie gesagt, man muss da wirklich, ja. Ein bisschen spielen. Und ich habe noch einen Pinsel ausprobiert. Der hatte aber keine echten Haare, sondern Kunsthaare. Und mit dem bin ich auch überhaupt nicht zurechtgekommen. Damit, ja, konnte ich die Farbe auch überhaupt nicht verschieben. Ihr seht, wenn ihr jetzt einmal schon drüber gegangen seid und dann nochmal nachfärbt, lässt sich die Farbe, auch nicht mehr so toll verwischen, weil das Papier dann schon ja, so ein bisschen kröselig geworden ist und sehr nass ist. Und dann lässt sich das auch nicht mehr so schön verwischen, wie ich das gerne hätte. So, und jetzt haben wir da wieder gekleckert. So. Und ich bin dann die Tage gefragt worden, ja, du hast doch die Twin-Marker, warum kolorierst du dann jetzt noch mit denen? Das ist doch praktisch das Gleiche. Nein, das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Die Twin-Marker, das sind halt Alkoholmarker. Damit kann man richtig kräftige Farben kolorieren und die Farben ineinander verblenden. Das kann man hier auch. Und kann die Farben ineinander verlaufen lassen. Aber es sind natürlich zwei verschiedene Techniken. Bei den Twinmarkern braucht man ja überhaupt kein Hilfsmittel. Da braucht man halt nur das passende Papier. Und ansonsten, ja, malt man ja wirklich nur mit den Markern. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr das sonst noch machen könnt. Und zwar nehme ich dazu ein anderes Braun für das kleine Kätzchen. Oder ich glaube, die kleine Katze. Das Mädchen machen wir grau. Genau, so. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, ihr nehmt euren Stift, einen Acrylblock und gebt die Farbe auf den Acrylblock. Dann nehmt ihr euren Pinsel und nehmt Farbe von dem Acrylblock auf. Und dann könnt ihr damit auch malen. Der Pinsel darf natürlich dann auch nicht zu trocken werden, weil sonst die Farbe nicht verwischt. Aber das funktioniert auch ganz gut. Also so habe ich es am Anfang immer gemacht, weil ich das so einfacher fand. Also für mich war diese Technik einfacher. So. Habt ihr jetzt über... Ah, ihr habt gar nicht gesehen, was ich gemacht habe. Mensch. Mensch, 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 Mensch.
Okay, also ich habe diese Mietzef koloriert und ihr habt nichts gesehen. Darum werde ich jetzt nochmal diese kleine Maus für euch kolorieren. Und das nächste Mal sagt ihr bitte Bescheid, dass ihr nichts gesehen habt. Okay, ja, auf ein neues. Also, Farbe auf dem Block, Pinsel, Wasser auf dem Pinsel und Farbe aufnehmen. Oh Menno, ich erzähle euch hier ein und ihr seht gar nichts. So. Und dann die Farbe verteilen. Also wie ich gerade schon erzählt habe, es ist wichtig, dass ihr das richtige Papier habt. Das ist bei den Aquarellmalern Stiften wichtig. Das ist auch bei den Twinmarkern wichtig. Ohne das richtige Papier, jo, sind das einfach nur ganz normale Filzstifte. Das ist bei den Twinmarkern so, die sind auch dann ruckizucki leer gezogen, weil das ganz normale Papier die Marker ja praktisch aussaugt. Und ihr werdet dann halt nicht viel Freude daran haben und euch wahrscheinlich auch ärgern und sagen, es klappt ja gar nicht. Aber es klappt wirklich und auch das werde ich euch die Tage dann zeigen. So, ich hoffe, ich verschwinde nicht schon wieder aus dem Bild. Ja, das ist natürlich wieder so typisch für mich. Ich erzähle und male und jo, achte dann gar nicht drauf, ob ihr überhaupt was seht. Oh. Naja. So. Naja, jetzt seht ihr, was ich mache. Ja, also der Effekt oder der Sinn dieser Marker ist halt ja dieses Verwischte. Man soll keine Übergänge zwischen den Farben sehen. Es soll ein sauberer Verlauf sein. Ein weicher Verlauf soll es sein. So. Genau. Da fehlt mir noch ein bisschen Farbe. So, und schon haben wir die Miete koloriert. So, dann gehen wir mal wieder zu den zwei Hübschen. Denn die beiden Hübschen brauchen ja noch ein süßes Schnäuzchen. Und da mache ich jetzt einfach mal das, genau, er kriegt die raue Schnute. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte unten in die Kommentare. Ich versuche gerne euch diese zu beantworten, so gut ich kann. Also es ist zwar für mich neu, mit Aquarellstiften zu malen, aber das Thema Malen ist für mich nicht neu. Also ich male schon seit vielen, vielen Jahren mit den verschiedensten Farben und Techniken. Hoppala, jetzt
sind da Stopfen runtergefallen. Moment, ich bin sofort wieder da. Eigentlich war Acryl immer so mein Metier, was das Malen angeht, weil ich mich mit Aquarell nie viel beschäftigt habe. Aber mittlerweile muss ich sagen, macht es richtig Spaß. Ja, und da ich eh wirklich sehr gerne male und zeichne und das war immer schon so eine kleine Leidenschaft von mir, ja, ist das hier natürlich ideal. Und ja, also ihr müsst euch wirklich nur trauen. Ich bin mir sicher, dass ihr das hinbekommt. Meine Freundin bastelt auch momentan wie eine Verrückte. Ich glaube, ihre Schränke platzen auch schon auseinander. Und ja, sie hat immer von sich selber gesagt, ich kann nicht malen. Ich schaffe es nicht mal, ein Strichmännchen zu malen. Und heute koloriert sie. Sie koloriert Stempel mit den Twin-Markern und die Ergebnisse sind wirklich super. Und dann seht ihr, also man muss sich wirklich nur mal rantrauen. Ich habe aber auch festgestellt, dass manche Farben sich nicht so gut vermalen lassen wie andere. Und auch hier, ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier übergemalt. Und auch das lässt sich wieder, ja, wegretuschieren. Einfach mit dem Pinsel drüber und wegwischen, praktisch. Wenn ihr hier die Außenlinie wischt, einfach mit dem sauberen Pinsel drüber und zack. Jo, ich würde sagen, wir kolorieren das hier noch zu Ende. Und ja, ansonsten weiß ich auch jetzt gerade gar nicht, was ich euch dazu noch so erzählen soll. Ja, wie gesagt, es ist kein Hexenwerk und das ist nur so meine, so wie ich das mache. Wenn die Flächen größer sind, müsst ihr natürlich ein bisschen mehr Farbe haben, die ihr verwischen könnt. Da reicht dann natürlich nicht so ein kleiner Streifen. Ich werde auch noch ein bisschen mit diesem Wassertankpinsel kolorieren, denn mich ärgert das schon, dass das nicht so funktioniert, wie ich das will. Und da bin ich echt jemand, der, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es soll, wirklich den Ehrgeiz hat und das so lange testet und so lange probiert, bis es so funktioniert, wie ich das möchte. Also den Ehrgeiz habe ich dann schon.
Ja, wenn ihr dann so große Flächen habt, dann braucht ihr natürlich ein bisschen mehr Wasser, um die Farbe zu verschieben. Dann darf der Pinsel auch ruhig mal ein bisschen nasser sein. Wenn ihr dann zu wenig habt, dann geht ihr einfach in die dunkleren Flächen. Setzt hier noch mal an. Ja. Und wie gesagt, hier wieder gekleckst. Einfach mit dem sauberen Pinsel wegwischen. Und da wir das ja später eh ausschneiden, ist das überhaupt nicht schlimm, wenn das da ein bisschen gekleckst ist. Und sollte jemand unter euch sein, der schon viel mehr Erfahrung mit diesen Stiften hat und der sich jetzt gerade denkt, ach du Schande, was die da alles so erzählt, ist der größte Blödsinn. Bitte nicht einfach nur den Daumen nach unten und gehen, sondern dann dürft ihr mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, wenn ich hier dummes Zeug erzählt habe. Also auch da bin ich immer sehr interessiert, weil ich halt gerne weiß, was ich falsch mache. Denn nur dann kann ich es ja auch ändern. Ne? Also, es ist okay, wenn mir jemand einen Daumen runter gibt, aber es wäre dann einfach für mich interessant, warum. Ich meine, ich weiß, es gibt ganz viele, die gucken sich die Videos nur an und ja, geben einen Daumen runter einfach, ja, weil sie gerade nichts zu tun haben. Oder weil sie halt Fan von einem bestimmten Kanal sind und das Gefühl haben, ja, man würde diesen kopieren oder wie auch immer. Auch das ist mir ja schon vorgehalten worden. Also von daher, ich bin ich und ich mache meine Sachen so, wie ich das denke. Und ja, wem das nicht gefällt, der darf gerne den Daumen runter geben. Denn selbst mit dem Daumen runter, ja, unterstützt ihr meinen Kanal, ne? Ja, dieses Video wird jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Aber es dauert halt auch ein bisschen, bis man das koloriert hat, ne? Sieht dann wahrscheinlich immer alles so easy aus, aber ja, bis man so einen Bogen oder so ein Set koloriert hat, da sitzt man schon so ein, zwei Stunden dran, wenn nicht sogar noch länger.
So. Was ihr zum Beispiel auch machen könnt, wenn ihr dann seht, so wie hier, da fehlt mir jetzt ein kleines bisschen Farbe. Also dann einfach, ne, mit dem Pinsel an die Spitze und dann noch mal kurz drüber malen. Ja, und ich gehe dann einfach so oft über die Stellen, bis mir diese Wischung, dieser Verlauf halt gefällt. So, jetzt brauchen wir noch den Stiel von diesem schönen Schirm. So, und das waren meine Kätzchen. Ich werde diese jetzt auch noch fertig kolorieren und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch dabei zuschauen. Ich lasse das jetzt allerdings dann mal kurz im Zeitraffer laufen. Und darum sage ich jetzt einfach schon mal Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ja, ich konnte euch ein bisschen was. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären. Ich lasse es jetzt doch nicht mehr im Zeitraffer laufen, sondern ich verabschiede mich jetzt schon von euch, denn meine Speicherkarte ist voll. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.